Moin, sind der Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück hier zu The Outer Worlds. Wir sind immer noch im Geothermie-Kraftwerk. Hier ist es ein bisschen laut. Ich versuche das jetzt mal auszumachen hier. Hallo, Dampfverteilungskontrolle, Terminalzugang. Technik, Dampfauflassventil ausschalten. Oh, wunderbar. So, jetzt haben wir hier auch erstmal Ruhe. War das gerade der Weg, wo ich auf der anderen Seite war? Ja, genau. Man hätte nämlich auch drüber gekonnt, also hier hoch. Das wäre der andere Weg gewesen. Da wäre man aber dann direkt in Roboter reingelatscht. Guck mal, hier ist wieder so ein Teil. E2. Ich will die erstmal noch nicht anklicken, weil ich noch nicht genau weiß, was es bringt. Einen habe ich ja schon aktiviert. Nicht zu viele. Oh, oh, Kacke. Oh, sie sind Couriers geworden. Moment. Kampfdrohne. Ja, geil. Ja, geil. Das mit dem Elektro hat ja richtig was gebracht. Hätte man vorher machen sollen. Ach, sorry, ey. Woo! Hab ich euch schon gesagt, dass dieses Spiel einfach nur ein Blast ist? Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Ich bin so begeistert. Ich hoffe, dass so ein paar Leute wieder zurückkehren zu ihren Wurzeln und Reffen, warum Computerspiele mal geil waren und nicht durchmonetarisierte Vollkatastrophen. Das hier lässt mich hoffen. Es lässt mich wirklich hoffen. Und aufgrund des sehr geilen Charaktermenüs, wo du dir halt so unterschiedlichste Charaktere machen kannst. Wir sind jetzt so ein Robin Hood haben wir uns jetzt quasi gemacht. Ein bisschen auf Fernkampf. Charmant. Im Grunde gut. Ne? Man kann ja aber auch sagen, komm, ich spiele mal das richtige Konzernarschloch oder ich spiele mal so einen leichten Dödel, der einfach nur ein bisschen dumm ist und entsprechend sind ja ganz andere Möglichkeiten offen, ganz andere Dialoge und natürlich auch ganz andere Ereignisse. Also allein deswegen, ich bin schon gespannt, da kannst du locker 1, 2, 3 Spieldurchläufe mitmachen mit dem Game hier und ich werde es mir auf jeden Fall auch nach dem Let's Play privat auch noch einmal gönnen. Und dann halt mal, ich wollte mal auch so einen Dödel spielen, der einfach nur dumm ist, einfach so einen liebenswürdigen Trottel. Oder halt so ein komplettes Arschloch. Muss man mal gucken. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wieder eine Spieluhr. Da können wir nur Geld rausschlagen. Okay. So weit, so gut. Wir kamen jetzt hierher, oder? Ja, da kamen wir her. Orientierung habe ich hier langsam Probleme in dem Ding. Das ist so groß und hat so viele Räume. Ich will auch nicht wissen, was wir schon alles an Schätzen übersehen haben. Hallo. Ich muss euch eben eure Einzelteile berauben. Ihr braucht die sowieso nicht mehr. Space's Choice. Ah, komm, hier können wir abkürzen. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Da gehen wir gleich rein. Wer weiß, was uns da erwartet. Wir wissen es noch nicht. Da liegt noch was rum. Und da können wir wieder anmachen. Das sind diese ganzen Umspanndinger. Ich glaube, wir müssen die wirklich jetzt schon anmachen. Das ist E3. Man kann die auch nicht wieder ausmachen, also insofern muss man die wahrscheinlich wirklich einfach anmachen. Dann lass uns den anderen auch noch anmachen, den E2. Und dann kommen wir wahrscheinlich in den Hauptraum und können dort dann entscheiden, wer das bekommt. Ich denke, so wird das laufen. So, dann haben wir nämlich jetzt alles aktiviert. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Es gibt noch ein E4, was durchaus sein könnte. Jetzt sind wir nämlich hier oben. Wir müssen hier hinein. Mit Schlüsselkarte des Sicherheitschefs öffnen. Ja, wunderbar. So, hier haben wir das Logikmodul. Bums, bums. Das war ja eigentlich der Quest, der uns hier reingebracht hat. Waffenteile. Waffen, Waffen, Waffen. Halskette. Noch ein Plasmaschneider. So, das war der erste Streich, aber wir haben ja noch einen Quest, der uns hier hinführt. Der ängstliche Ingenieur. Finde die drei Bände. Werden die auf der Map angezeigt? Frage mal für einen Freund. Hier, in 48 Metern ist noch einer. Nun dann mal los. Habe ich das übersehen? Offensichtlich. Da hat sich der Fuchs aber auch nicht richtig umgeguckt. Guckt euch das an, über alles, den ganzen Tisch ignoriert. So. Habe eine Ausgabe von Handbuch zum Weltraummaschinenbau ausgeliehen. Ich glaube, es ist Band 3. Ich muss in der Grube irgendwas lesen. Besten Dank. Hicks.
Der ängstliche Ingenieur. Auftrag aktualisiert. In der Grube. Dann gehen wir... Die Grube. Wir müssen mal versuchen, wie wir in die Grube reinkommen. Ach ja, hier. Da war ja noch Hicks, der am Rumschreien war. Genau, ganz vergessen. Der ist ja auch noch da. Warte mal, Hicks, ich komme. Warten Sie kurz. Da war ja noch was. Der ist ja noch am Rumeiern. Phantom, Hilfe. Tut mir nicht weh. Ich bin kein Phantom. Hicks, bitte, bitte nicht durchdrehen. Ich bin ein Mensch. Hören Sie, Hicks? Hören Sie? Ich komme in Frieden. Ich komme in friedlicher Absicht. Alles wird gut werden. Ich muss mich eben noch ein bisschen... Nur ein bisschen umgucken. Was hier noch so ist. Adrenodon ist der Hicks. So, immer runter hier. Vorsichtig. Hicks, ist alles gut? You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. Hicks, ohne Spaß. Entspann dich. Beruhig dich, Junge. Schleichen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Die meisten Leute sehen mich nicht kommen. Machen wir mal das. Most people? But I'm the only one left. No. Remember your first rule, Higgins. No arguing with the Phantoms. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Ich bin kein Hirngespinst. Nur mal halblang. Sag mir lieber, was mit dir los ist. Du isst Sprats? Of course. Sprats are an excellent source for my daily recommended intake of mercury. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Ja, verdammt. Okay, langsam zurückweichen. Ich muss dann mal los. Was ist eigentlich deine Aufgabe hier? Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Okay, du warst mal ein Ingenieur? I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded. Did it all from my old workroom just over in the next section. Hm. Okay, in seinem kleinen Kabuff. Wenn du mit dieser Robotereinheit gearbeitet hast, weißt du sicher, wie man sie aufhalten kann, oder? Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Oh, das wollen wir ja nicht, ne? Überzeugen. Mit Roboteinheiten kann ich schon umgehen. Schließlich bin ich bis hierhin gekommen, oder? Ja, wohl wahr. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Hm, Technik. Die Roboteinheiten folgen den Befehlen ihres Logikmoduls. Jemand hat sich daran vergriffen. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. Ja, ein bisschen, nicht so viel, aber ein bisschen. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Ja, danke. Ich wollte dich noch was fragen. Das hätten, den hätten wir mal vorher finden sollen, dann hätten wir nämlich jetzt die Roboter umschreiben können, dann hätten die sich gegenseitig umgebracht und wir hätten da nicht so krass arbeiten müssen. Aber naja, wir haben uns leider für den anderen Weg entschieden. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Okay. Wie konntest du so lange überleben? Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Dieser Ort sieht so aus, als wäre er schon vor langer Zeit verlassen worden. Was ist passiert? Mechanicals lost their bolts. Open fire on anything that moved. It was pandemonium. Du wurdest nicht getroffen? I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Oh Gott. Gut, ich sollte mal gehen, ne? Hau du mal noch rein, Higgins. Ich schau mich hier mal um. Da ist das Buch. Ich leih mir das Buch, wenn's okay ist für dich, ne? Brauchst das doch eh nie mehr. So, wo ist denn deine Kammer? Guck mal, sie ist hier richtig gemütlich gemacht. Ne? Hat immer mit sich selbst... Mensch, ärger dich nicht? Oder was ist das Gespiel? Sieht ein bisschen aus wie Mensch, ärger dich nicht. Space. Space is choice, Mensch, ärger dich nicht. Sonst hier noch irgendwas los? Nö.
Okay, dann gehen wir mal erstmal wieder hoch, würde ich sagen. Jetzt gibt es hier noch in 73 Metern Entfernung gibt es noch mal irgendwas bezogen auf dieses Buch. Schauen wir mal, was das ist. Ah, schon echt cool. Dieses Geothermie-Kraftwerk sieht halt auch voll geil aus, ne? Wenn man sich das so anguckt. Das ist schon hübsch gemacht, oh. So, dann mal schauen. Weiter hoch müssen wir nicht. Wir können hier lang. Das führt uns vielleicht ja in die richtige Richtung. Und dann laufe ich einfach so random rum und versuche, das Richtige zu finden. Terminal benutzen. Okay, jetzt können wir. Robotereinheiten Kontrollterminal. Verhalten anpassen. Neuen Modus wählen. Robotereinheiten Verhaltensmodus Wachmodus. Wachmodus zielen. Eindringlinge. Operation wählen. Neuen Modus wählen. Robotereinheiten in dieser Einrichtung verbleiben fortan im Wachmodus. Jede Anpassung dieser Einstellungen ist verboten. Dein Verstoß wurde in deiner Lebenszeitakte vermerkt, C. Higgins. Deine offizielle Abmahnung kann bei deinem Vorgesetzten eingeholt werden. Neues Ziel wählen. Robotereinheiten in dieser Einrichtung zielen ausschließlich auf Eindringlinge. Jede Anpassung dieser Einstellung ist verboten. Dein Verstoß wurde in deiner Lebenszeitakte vermerkt, C. Higgins. Dein offizielle, okay. Eindringlinge definieren. Alle Personen, die nicht als Besitzer von Spaces Choice identifiziert werden. Besitzer. Als Besitz von Spaces Choice. What the fuck? Möchten Sie die Definition von Eindringlingen anpassen? Spaces Choice Robotereinheiten als Eindringlinge definieren. Angepasst. Definition wurde erfolgreich an Wachpersonal weitergeleitet. Es dauert einen kurzen Moment, bis die Anpassungen vorgenommen und aktuell definiert Eindringlinge entfernt werden. Verlassen. So. Sehr schade, dass wir das jetzt erst sehen, weil, wie gesagt, ist zu spät. Da hätten wir uns einiges an Arbeit erspart. Aber naja, so hat es auch Spaß gemacht. So, da hinten oben gibt es gleich auch nochmal irgendwie so ein Buch. Lass uns mal eben schauen. Da drinne. Ach nee, das geht wieder zurück. Das geht wieder raus. Ach so, nee, so weit sind wir noch nicht. Journal. Eine Handvoll Taugenichtse. Genau, da müssen wir noch Finger holen. Volle Energie. Optional spricht mit dem Wicker. Optional, optional, optional. Leitet den Strom vom Geothermiekraftwerk um. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja auch gleich mal machen, ne? Okay, auf geht's. Ich hoffe, das beendet nicht die Nebenaufgaben, die... Achso, dann gibt's kein Zurück mehr. Dann sollten wir vielleicht doch wirklich erst die Nebenaufgaben machen. Hey, Mister... Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Ja, frag mal los. Understand what you're about to do? Ich würde gerne deine Meinung hören. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hardworking folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Hm. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. Reed meint, dass Edgewater ohne Arbeit und Strom zugrunde gehen würde. Die Deserteure sind eine Gemeinschaft. Ich kann nicht einfach zerstören, was sie aufgebaut, was sie sich aufgebaut haben. Alter, was ist los? Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. Yeah. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. Reed meinte, dass Edgewater ohne Arbeiter und Strom zugrunde gehen würde. Das sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. Sagt er. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich bin bereit, deine Entscheidung zu treffen. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Ja, ist okay.
Ich bin froh, dass du etwas gesagt hast. Ich höre gern, was du zu sagen hast. Gespräch verlassen. Mach dir darüber keine Gedanken. Ich hab dir sowieso kaum zugehört. Nee, machen wir das da. I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Du, ich tue, was ich kann, ne? So, Herr Speichert, wir machen es jetzt erstmal noch nicht. Wir werden uns doch erst um die Nebenquests kümmern, auch wenn sich jetzt einige voll gefreut haben. Yay, endlich ist soweit. Aber nein, wir bringen eben schnell die Nebenquests zu Ende. Das ist ja nicht mehr viel. Wir sind ja fast durch. Wir müssen ja nur noch einmal wieder raus. Journal. Stirbroboter. Kehre zu Ludwig zurück. Machen wir erstmal das. Wir können auch noch den ängstlichen Ingenieur... Wir gehen erstmal Stirbroboter. Wir bringen das eben schnell zu Ludwig zurück. Ja, ihr könnt mal gerne, deswegen, weil wir ja noch eine Folge Zeit haben, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt machen würdet. Das können wir ja ein bisschen interaktiver machen hier. Was würdet ihr machen? Würdet ihr Edgewater den Strom abziehen, um diese Konzernstadt zu zerstören? Oder würdet ihr den Deserteuren den Strom abziehen und hoffen, dass die zurück nach Edgewater gehen und dort dann der Stadt dazu verhelfen, weiterzuleben und halt nicht unterzugehen? Denn man kann tatsächlich davon ausgehen, wenn wir jetzt den Strom von Edgewater abdrehen, dann war's das, ne? Dann werden die entweder sterben oder sie werden sich dem Widerstand an den Deserteuren anschließen. Was würdet ihr tun? Da bin ich doch tatsächlich mal ein bisschen neugierig. Haut's mir in die Kommentare. Ich werde euch dann in der nächsten Folge meine Entscheidung sagen. Ich hatte ja schon mal eine, aber jetzt haben wir ja gerade mit der guten Dame geredet. Vielleicht hat sich meine Entscheidung ja geändert. Ich sag euch dann auf jeden Fall nächste Folge, was ich machen würde und vermutlich auch werde. Es sei denn, ihr überzeugt mich ganz krass von eurer Perspektive. Einfach mal in die Kommentare hauen, Leute. So, wir gehen jetzt eben schnell zurück. Dadurch, dass wir so ziemlich alles umgebracht haben, können wir uns ja relativ sorglos bewegen. Wir haben ja den Ort hier jetzt bereits schon zu einem besseren Ort gemacht. Wir müssen vielleicht den Edgewater nochmal durch die Häuser eiern, weil ich ja seinerzeit noch ein bisschen Angst hatte vom Klauen. Inzwischen weiß ich ja, dass wir das ganz entspannt und straflos durchziehen können, solange wir nur nicht gesehen werden. Und insofern gibt es da noch... Oh. Gibt es da noch einige Räumlichkeiten, die wir vielleicht eben noch... So, Moment. Dann wechseln wir mal auf unsere andere Waffe. So, und... Bumm! So, soviel zum Thema, man kann ja entspannt rumlaufen. Die respawnen, die Schweine. Die respawnen. Na gut, das macht das auch nur ein bisschen lebendiger. Wenn die alle immer tot wären, wäre, glaube ich, auch irgendwann langweilig. Und man könnte keine Erfahrungspunkte sammeln, wenn man zu blöd ist. Ja, so wie ich so, wenn man nicht ganz so in der Lage ist und möchte ein bisschen leveln, dann kann man das machen. Indem man einfach alte Gebiete nochmal wieder abgeht. So, mal sehen, ob wir das noch eben schnell schaffen. Ist der, wo war denn der Typ? Der war ja draußen, ne? Müssen wir eigentlich gar nicht rein, oder? Ne, wir müssen um die Stadt rumlaufen. Lass das mal eben machen. Sparen wir uns eine Lordezeit, ne? So, hier eben fix rum. Man muss auch mal ein bisschen spazieren, ne? An den Gräbern vorbei. Ich komme noch nicht drauf klar, dass du zu Lebzeiten schon mal dein Grab finanzieren musst, ne? Du als Konzern... Eigentum. Verrückt. Aber ich finde das cool. Also die Setting ist geil. Dieses komplett durchkapitalisierte... Die Konzerne haben die Macht-Setting, finde ich sehr, sehr cool. Menschen sind halt nur noch Produktionsgüter. Es hat schon was. So, dann wollen wir eben doch mal eben das Ding noch übergeben. Das schaffen wir jetzt noch. Die Folge ist zwar gleich zu Ende, aber egal. Das Gespräch will ich jetzt noch zu Ende führen. Spaces Choice. Moin! Bring us honor, Soldier. Immer doch. Du hast etwas von einem Logikmodul gesagt. So eins habe ich im Geothermiekraftwerk gefunden. Bang up work, Soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. Ja, sehr gerne. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but... I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble. And a little something to remember me by. Schockstab und Bitmodule. Pass auf dich auf. Das war doch schön. Wir hatten doch richtig... Kann ich da eben noch rein?
Dankeschön. Wir werden nächstes Mal eben fix unsere Waffen wieder reparieren und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.